Jeder Mensch erlebt die Wüste der Angst am eigenen Leib. Es ist nicht so wichtig, Gott zu begreifen, als ihm zu vertrauen. Jeder Mensch erlebt die Wüste der Angst am eigenen Leib. Ich war in seiner Nähe, als es geschah. Das Abendgebet in der Kirche von Thésée hatte wie immer mit dem Singen von Liedern begonnen. Die Kirche war randvoll mit jungen Menschen und immer noch strömten zu Spätkommende herbei. Es war ein schöner und heißer Augustabend, aber Frère Roger hatte einen warmen Schal bei sich. Seit einiger Zeit fröstelte ihn öfters. Kein Wunder, Frère Roger war ja im Mai 90 Jahre alt geworden, da konnte einem der Kreislauf schon öfter mal übel mitspielen. Leicht gebückt, aber mit festen Schritten ging Frère Roger auf seinen Platz neben der Christus-Ikone und setzte sich. Dort warteten schon die Kinder auf ihn und kauerten sich sofort neben ihn auf den Boden. Er liebte die Kinder und die Kinder liebten ihn. Sie spürten seine Ausstrahlung, sein Charisma. Bei ihm fühlten sie sich geborgen und sicher. Und sie waren natürlich auch ein klein wenig stolz darauf, dass sie neben ihm sitzen durften. Ohne besonders darauf zu achten, bemerkte ich, wie sich eine circa 30-jährige Frau Frère Roger näherte. Ich hielt sie für die Mutter eines der Kinder, denn manchmal wollte ein Kind dann doch lieber wieder zurück zu seiner Mama. Plötzlich stieß die Frau einen lauten und gellenden Schrei aus, zog blitzschnell ein langstieliges Messer und stach Frère Roger zweimal von schräg hinten in den Hals. Ich sah, wie Frère Rogers rechte Hand hochschnellte und er noch versuchte, sich umzudrehen, doch er schaffte es nicht mehr und sackte zusammen. Sofort liefen einige Brüder herbei, drehten Frère Roger zur Seite und trugen ihn dann so schnell wie möglich aus der Kirche. Ich sah noch, wie sich ein roter Blutfleck immer weiter auf seiner weißen Mönchskutte ausbreitete. Inzwischen hatten einige beherzte Kirchenbesucher die Attentäterin überwältigt. Mir fiel auf, dass sie sich nicht wehrte, nicht versuchte, sich loszureißen, sondern sich widerstandslos festnehmen ließ. Nach einer gefühlten Ewigkeit kam endlich ein Bruder aus der Sakristei. Ich erkannte ihn. Es war Frère François, der alte Novizenmeister und enge Vertraute Frère Rogers.
Er nahm ein Mikrofon zur Hand und sprach langsam die schlichten Worte. Il est décidé. Er ist gestorben. Danach Stimmengewirr in der Kirche. Manche weinten, andere umarmten sich. Auch mehrere der über 90 Brüder weinten, aber sie blieben ruhig sitzen und erschienen mir wie Felsen in der Brandung. Von draußen waren Sirenen der Polizei und Rettungsautos zu hören. Die Betenden wurden ersucht, in Ruhe den Kirchenraum zu verlassen. Langsam wurde es leerer und ich sah noch, wie die Polizei Tatortabsperrbänder rund um den Platz, an dem Frère Roger ermordet wurde, anbrachte. So etwas hatte ich vorher dort noch nie gesehen. Tatortabsperrbänder in dieser Kirche, der Kirche von Thésée, die in den vergangenen 30 Jahren zu so etwas wie meiner spirituellen Heimat geworden war. An diesem 16. August 2005 befanden sich an die 2.500 junge Menschen hier auf dem Hügel von Thésée. Sie alle wollten eine Woche mit anderen Jugendlichen zusammen sein, Spaß haben und sich über ihren Glauben austauschen. Jetzt strömten sie ratlos und bedrückt zu ihren Unterkünften. Aber es gab keine Panik, kein Geschrei, keine lauten Worte. Die vielen Jugendlichen verhielten sich erstaunlich ruhig. Unter diesen blutjungen Leuten war ich mit meinen knapp 50 Jahren eine sichtbare Ausnahme. Ich wohnte auch nicht mit ihnen, sondern abseits in der Nähe der Brüder in einem schönen alten Haus. Es trägt den wunderbar klingenden Namen Le Puy, der Brunnen. Ich komme alle ein, zwei Jahre hierher, um eine Woche in der Stille zu verbringen. In anderen Klöstern nennt man das Exerzitien, aber hier in Thésée heißt es schlicht und einfach Stille. In Le Puy angekommen, setzte ich mich auf die alte, dem Garten zugewandte Steinveranda. Gestern war Vollmond gewesen. Die Bäume und Sträucher waren in milchig-weiches Licht getaucht. In Gedanken war ich bei Frère Roger und der Frau mit dem Messer. Immer wieder sah ich, wie der Blutfleck auf Frère Rogers weißer Mönchskutte auftauchte und größer wurde. Ich musste schon einige Zeit gedankenverloren auf der nächtlichen Veranda gesessen sein, als ich plötzlich die Glocken von Thésée hörte. Es war kurz vor Mitternacht. Was hatte das zu bedeuten? Ich machte mich auf den Weg in die Kirche. Frère François begann mit einem Psalm aus dem Alten Testament. Kostbar ist in den Augen des Herrn das Sterben seiner Frommen. Der Tod von Frère Roger kostet zunächst auf schreckliche Weise uns selbst etwas. Im Tod wird ein Mensch weggerissen, bei einem gewaltsamen Tod in noch stärkerer Weise. Und wenn der Tod einer geistesgestörten Person zuzuschreiben ist, weckt er ein Gefühl der Ungerechtigkeit. Ja, lässt er Verzweiflung aufkommen. Danach sprach Frère François jenen Satz, den ich nie vergessen werde. Auf Gewalt können wir nur mit Frieden antworten. Es ist ein unglaublicher, ja fast anmaßender und nach menschlichen Kriterien auch maßloser Satz. Auf Gewalt können wir nur mit Frieden antworten. Frère Roger selbst hat dies immer wieder betont. Aber der Frieden verlangt den Einsatz unserer ganzen Person, im Äußeren wie im Inneren. Deshalb werden wir einander heute Abend den Frieden weitergeben und versuchen alles zu tun, dass jeder von uns voller Hoffnung bleibt. Diese Sätze halten noch lange in mir nach, als ich schon zurück in Wien in aller Eile für den ORF eine Sondersendung zusammenstellen musste. Im Archiv war ich auf alte Filmaufnahmen gestoßen. Sie erinnerten mich an meine erste Begegnung mit Frère Roger in den 70er Jahren. Thank you.
Mitte der 70er Jahre kam ich zum ersten Mal nach Tessé. Ich spielte damals in einer Welser Rockband mit dem schrägen Namen Gnaeus Pompeius. Um Konzerte auch außerhalb von Wels geben zu können, hatten wir einen alten VW-Bus umgebaut. Diesmal wollten meine Freunde jedoch für ein paar Tage mit unserem Tourbus zum Ausspannen nach Burgund fahren. Es gäbe dort so eine Art christliches Woodstock. Aber an Spiritualität seien sie nicht interessiert, sondern an den vielen jungen Leuten. Vor allem natürlich an den Mädels. Meine große Liebe Barbara hatte sich wegen eines anderen von mir getrennt und ich war noch keineswegs bereit, jemand Neuen kennenzulernen. Aber ein paar Tage wegfahren, das fand ich okay. Wir fuhren gleich zu Beginn der Osterferien los, wechselten uns am Steuer unseres VW-Busses ab und nach circa 20 Stunden Fahrt erreichten wir das kleine und unscheinbare Dorf Tessé im französischen Burgund. Ja, was denn? Hier sollte etwas los sein? Doch sobald wir von Cluny kommend den sanften Hügel nach oben gefahren waren, sahen wir erst das gesamte Ausmaß des Camps. Unzählige alte Armeezelte, schlichte Holzbaracken und ein riesiger Parkplatz vollgestopft mit Bussen und Autos aus ganz Europa. Es gab auch einen großen Platz mit einem freistehenden Glockenturm, dessen 4 oder 5 Glocken gerade wie wild bimmelten. Unzählige Jugendliche strömten zum gegenüberliegenden Ende des Platzes zu einer Betonkirche, an die ein riesiges Zirkuszelt angebaut war. Meine Freunde befanden klar und deutlich, dass ihnen jetzt mehr nach dem zuvor in Cluny gekauften Rotwein, dem Schafskäse und dem frischen Baguette zumute war, als dorthin zu gehen. Mich zog es jedoch in diese eigenartig anmutende Kirche. Handelte es sich hier um eine Art christlicher Sekte? Mit Mühe gelangte ich an den vielen Leuten vorbei in das Innere der Kirche. Der Raum wirkte eher dunkel. Ganz weit vorne, da wo ich den Altarraum vermutete, waren einfache Ziegelsteine kunstvoll aufeinandergeschichtet. In deren Öffnungen brannten unzählige kleine Kerzen und durch die seitlichen Kirchenfenster drang warmes und rötlich schimmerndes Licht. Der Boden war mit beigefarbenem Teppichbelag ausgelegt, auf dem hunderte von Jugendlichen ganz eng beieinander hockten. Also doch eine Sekte, dachte ich mir. In der Mitte des Kirchenschiffes knieten an die 90 Männer in weißen, kuttenähnlichen Gewändern. Das müssen die Brüder von Tessé sein, dachte ich mir, als gerade ein Kirchenlied auf Französisch angestimmt wurde. Zu meiner Verwunderung sangen ganz viele Jugendliche mit. Danach wurde eine kurze Bibelstelle in mehreren Sprachen vorgelesen und dann kam nichts. Einfach nur Stille. 10 Minuten Stille. So etwas hatte ich vorher noch nie erlebt. Hunderte Menschen, die in Stille verharrten, die meditierten oder wortlos beteten oder einfach nur still dasaßen. Diese Stille berührte mich. Ich wurde innerlich ganz wach. Nach diesem Gebet stand für mich fest, dass ich mehr von Tessé erfahren wollte. Ich holte bei meinen Freunden mein Gepäck und meinen Schlafsack und ging zum sogenannten Empfang. Dort bekam ich einen Platz in einem der unzähligen alten Armeezelte zugewiesen. Nachts war es so kalt, dass die Milch am nächsten Morgen mit einer dünnen Eisschicht überzogen war. Aber zum Glück hatte ich ja einen Daunenschlafsack und 2 dicke Pullover. Es schneite sogar 1 oder 2 Mal kurz. Aber mich zog es wie magisch in diese Kirche. Auch nachts ging ich mehrere Male hin. Nicht nur, weil es dort fast angenehm warm war, sondern diese besondere Stille, die vielen auch in der Nacht brennenden Kerzen und die friedvoll am Boden hockenden Menschen. Ich fühlte, wie mein scheinbar unaufhörlicher Gedankenstrom weniger und weniger wurde und schließlich fast gänzlich zur Ruhe kam. Ja, ich verspürte eine Art inneren Frieden.
Der Schmerz, an dem ich seit der Trennung von meiner Freundin gelitten hatte, ging allmählich zurück. Einmal schlief ich sogar in der Kirche. Ich suchte mir eine kaum einsehbare Nische und rollte dort meinen Schlafsack aus. Erst kurz vor dem Morgengebet weckte mich ein freundlich lächelnder Bruder und sagte mit einer entwaffnend fröhlichen Stimme, dass ich die nächsten Tage doch lieber wieder im Zelt schlafen sollte. Bald fand ich heraus, wer unter den Brüdern Frère Roger, der Gründer von Thésée, war. Er sprach oft in verschiedenen Sprachen ein kurzes Gebet. Ich mochte von Anfang an seine Stimme. Er sagte, dass wir die wesentlichen Erfahrungen dieser Woche mit nach Hause nehmen sollten. Dort sollten wir sie im Alltag zu leben versuchen. Ich nahm mir vor, jeden Tag ein paar Minuten in Stille zu verweilen, einfach nur still dasitzen und nach innen lauschen. Auf der Heimfahrt im VW-Bus nahmen mich meine Freunde gehörig auf den Arm. Sie scherzten, ob ich jetzt etwa gläubig geworden wäre oder vielleicht sogar Mönch werden möchte. Eine Freundin hätte ich ja eh keine mehr. Es würde mir somit also nichts mehr im Wege stehen, ein Klosterbruder zu werden. Ich lachte natürlich mit. Zehn Jahre später saß ich, Frère Roger, in seinem schlichten, aber stilvoll eingerichteten Zimmer in Thésée gegenüber. Es war ein schöner, jedoch bereits kühler Herbstabend und im Kamin knisterte ein wärmendes Feuer. Mein Kameramann hatte bereits alles aufgebaut, damit das Gespräch mit Frère Roger möglichst frei von technischen Störungen beginnen konnte. Wir drehten damals nicht auf Video, sondern auf dem viel teureren 16mm Film und das hatte einen besonderen Grund. Frère Roger gab zwar den verschiedensten Fernsehsendern öfters kurze Interviews, aber in sein Zimmer durfte normalerweise niemand. Da wir beide uns jedoch seit mehreren Jahren kannten, wollte er dieses Mal für mich eine Ausnahme machen. Zudem hatte Frère Roger eingewilligt, dass ich seinen gesamten Lebensweg verfilmen durfte. Er saß mir also gegenüber und ich hörte, wie die Filmkamera zu surren begann. Es entwickelte sich ein fast poetisches Gespräch über Frère Rogers Kindheit. Des images d'enfance demeurent pour toujours. Die Bilder der Kindheit bleiben für immer. Sie sind wie ein Webrahmen, auf dem das Leben webt, mit dunklen, aber auch mit goldenen Fäden. Erinnerungen an die Kindheit können einen tragen, aber sie können einen auch hemmen und zurückwerfen auf sich selbst. Roger Louis Schütz-Marsouche wurde am 12. Mai 1915 in dem kleinen Schweizer Juradorf Provence geboren. Sein Vater, Charles Schütz, war der evangelische Pfarrer des Dorfes und galt als schweigsamer, bisweilen auch sehr strenger Mann. Rogers Mutter, Amélie Marsouche, war hingegen eine lebensfrohe, künstlerisch begabte Frau, die Musik über alles liebte. Ihre Familie lebte in Paris. Und dort hatte sie mehrere Jahre Gesang studiert. Zur Heirat mit Charles Schütz hatte sich die Familie entschlossen, nicht sie selbst. Ihren Kindern erklärte sie später: Ich konnte nicht Nein sagen, das war damals nicht üblich. Ich schloss mich in meinem Zimmer ein und weinte den ganzen Tag. Am Abend gab ich mein Ja-Wort. Ich hatte ihn wohl einmal bei einer Abendgesellschaft in Paris gesehen, konnte mich aber kaum noch an ihn erinnern. Und das nannte man Verlobung. Trotzdem wurden aus dem ungleichen Paar
sorgsame Eltern von 9 Kindern. Das 10. Kind starb kurz nach der Geburt. So blieb Roger das letzte unter 9 Geschwistern. Im Alter ihm zunächst war Genevieve, seine jüngste Schwester. Sie saß, wie er sich erinnert, schon als kleines Kind am Klavier. Gerne erinnerte sich Genevieve an die gemeinsame Kindheit. Oui, alors avec notre frère, c'était forcément, nous étions très nombreux en famille. Mein Bruder und ich wuchsen in einer sehr kinderreichen Familie auf. Roger war immerhin das 9. Kind. Und so war unser Haus immer voll Leben und Fröhlichkeit. Je älter wir wurden, umso wichtiger wurde uns die Musik. Unsere Mutter hatte eine Gesangsausbildung, aber weil unser Vater Pfarrer war, hatte auch sie sehr viel in der Gemeinde zu tun. Sie kümmerte sich um die Musik in den Gottesdiensten. Und als wir größer waren, sangen wir auch zu Hause vierstimmig im Chor. Es war wunderbar. Und wir spielten sehr viel Klavier, meine Schwestern und auch Roger. Es war eine gute Zeit. Trotzdem wuchs der kleine Roger etwas einsam auf. Als Jüngster nach einem um vieles älteren Bruder und 7 Schwestern wurde ihm das Alleinsein zur Gewohnheit. Es war damals nicht üblich, dass ein Junge mit seinen Schwestern im selben Kinderzimmer schlief. Roger spielte am liebsten im Garten und suchte jene 1000 Dinge zu entdecken, die einen Garten lebendig machen. Seine Mutter hatte nicht viel Zeit für ihn. Die Kinderschar und zahlreiche Besuche nahmen sie voll in Anspruch. Nur der späte Abend blieb ihr. Im Hause Schütz gab es 3 Klaviere und sie spielte darauf oft bis tief in die Nacht. Il est vrai que dans mon enfance, ma mère qui avait le soir besoin de... Ja, meine Mutter machte abends immer Musik, als wir Kinder waren. Sie hat es gebraucht. Mit den Großen, die noch auf waren, machte sie Musik oder es wurde vorgelesen. Dann ist sie jeden Abend in mein Zimmer gekommen und hat mich umarmt. Meistens war es da schon sehr spät. Nur einmal war ich nicht da. Mein Bett war leer. Sie lief in den Garten und dort schlief ich. Im Kinderwagen. Ich war noch ganz klein und sie hat mich wiedergefunden. Das ist eine Geschichte, die mir immer noch Freude macht. Rogers Mutter verbrachte ihre letzten Lebensjahre in Tessé. Als sie 94-jährig verstarb, war Roger bei ihr. Die letzte Erfahrung mit meiner Mutter. Sie war schon sehr alt. Sie ist ja erst mit 94 gestorben, als sie einen leichten Herzinfarkt erlitt. Sie redete nichts, aber man sah, dass es ihr nicht gut ging. Sobald sie wieder sprechen konnte, sagte sie, ich habe keine Angst vor dem Tod. Ich weiß, an wen ich glaube. Und nach einer kleinen Stille, aber ich liebe das Leben. Ich glaube, dass diese Liebe zum Leben, verbunden mit einem großen Vertrauen in die Auferstehung, uns erlaubt, in die Zukunft zu gehen. Rogers Mutter besaß die Gabe, den Alltag in ein Fest zu verwandeln. Etwas davon lebt im gemeinsamen Essen der Brüder fort. Es ist, in aller Einfachheit, ein Fest der Gemeinschaft. Mitte der 70er Jahre war ich genau zu Ostern zum ersten Mal nach Tessé gekommen. Nur 7 Wochen später, also zu Pfingsten, zog es mich schon wieder hierher. Aber ich konnte bei meiner Ankunft nicht genau sagen, was mich wiederkommen ließ. Nur spürte ich, dass es sich irgendwie richtig anfühlte. Ich hatte zuvor gerade meine Ausbildung abgeschlossen und wollte im Herbst mit dem Zivildienst beginnen. Wie so viele junge Menschen stellte ich mir die Frage, wie es denn mit meinem Leben weitergehen sollte. Wir waren ja auf der Suche nach neuen Lebensmodellen, auch auf der Suche nach echter Spiritualität, dem sogenannten Transzendenten. Hier in Tessé konnte ich erfahren, wie andere denken, wie andere leben, welche Sehnsucht Gleichaltrige aus anderen Nationen und Erdteilen bewegt. Und noch etwas Wesentliches trieb mich nach Tessé.
Ich war damals, wie viele junge Männer meiner Generation, intensiv auf der Suche nach einer glaubwürdigen Vaterfigur. Unsere eigenen Väter hatten ihre Väter viel zu früh im Krieg verloren. Und so taten sie sich oft sehr schwer mit uns Söhnen. Und wir taten uns sehr schwer mit ihnen. Ja, wir rebellierten sogar gegen sie und das lautstark und mit aller Kraft. Bei Frère Roger hingegen fühlte ich mich sicher und geborgen. Jetzt, viele Jahre später, saß ich Frère Roger gegenüber. Ich war inzwischen Filmemacher und Psychotherapeut geworden und wollte nun von ihm erfahren, wie er denn im Gestrüpp der vielen Möglichkeiten seinen Lebensweg gefunden hatte. Nach einer langwierigen Lungentuberkulose wollte der 20-jährige Roger Schriftsteller werden. Aber sein Vater bestand darauf, dass er evangelische Theologie studieren sollte. Roger ging nach Straßburg und Lausanne. Dort setzte er sich, sehr zum Missfallen seines Vaters, mit klösterlichen Lebensformen auseinander und gründete mit Freunden die Grande Communauté, eine ordensähnliche Gemeinschaft, die sich regelmäßig zum Austausch und zum Gebet traf. Der Zweite Weltkrieg lenkte die Suche nach einem Haus für diese Gemeinschaft in eine unerwartete Richtung. Die französische Niederlage von 1940 trieb Juden und politisch Verfolgte in den von den Nazis noch nicht besetzten Teil Frankreichs. Das Haus sollte so gelegen sein, dass man von dort aus die Flüchtlinge auf Schleichwegen in die neutrale Schweiz bringen konnte. Auf dem Fahrrad durchstreifte Roger Burgund und kam nach Cluny, in dieses prägende Zentrum des abendländischen Mönchtums aus dem 11. und 12. Jahrhundert, das der Französischen Revolution zum Opfer gefallen war. Gerade noch drei Türme haben den Sturm überstanden. Hier erfuhr Roger von einem Notar, dass ein Haus im 7 Kilometer entfernten Tézé günstig zum Verkauf stand. Und von Cluny aus machte sich Roger Schütz auf den Weg und fand den Ort seiner Berufung. Am späten Vormittag des 20. August 1940 schob Roger sein Fahrrad den steilen Weg nach Tézé hinauf. Das Dorf war halb verfallen, ein Teil der Häuser schon seit dem vorigen Jahrhundert verlassen, nachdem die Weinberge in der Umgebung durch eine Krankheit der Stöcke unbrauchbar geworden waren. Die romanische Dorfkirche war verwaist. Eine alte Frau bewirtete Roger und sagte zum Abschied: »Bleiben Sie hier, wir sind so allein und die Winter sind lang und kalt.« In diesen Worten hörte Roger den Ruf Christi. Er kaufte das Haus und blieb. Natürlich, das ganze Jahr über gab es sehr wenig zu essen. Zum Glück gab es im Wald eine aufgelassene Schneckenzucht. Jeden Morgen ging ich Schnecken sammeln und kochte sie. Ich pflückte massenhaft Brennnesseln und machte daraus Spinat und Suppe. Durch einen glücklichen Zufall konnte ich zwei Kühe kaufen und ich habe gelernt, sie zu melken und richtig zu halten. Das war nicht sehr schwierig. So ernährten wir uns von der Kuhmilch und machten daraus außerdem Rahm und Butter. Qu'on pouvait faire avec la crème.
Thésée lag nur wenige Kilometer südlich der Demarkationslinie im noch nicht besetzten Vichy-Frankreich. Roger versteckte und verpflegte Juden und politische Flüchtlinge und wehrte immer wieder erfolgreich die Schikanen der französischen Polizei ab, der das Treiben in seinem Haus nicht geheuer war. Im November 1942 erfuhr Roger vom Einmarsch der Deutschen in das noch nicht besetzte Frankreich. Er hatte gerade Flüchtlinge über die Berge in die Schweiz geführt und konnte nicht mehr zurück. Das Haus in Thésée wurde mehrmals von der Gestapo durchsucht. Rogers Hilfsaktionen konnten nicht verborgen bleiben und waren denunziert worden. Roger ging nach Genf und lebte dort mit dreien seiner späteren Brüder in einer Wohnung nahe der Genfer Kathedrale. Er schloss sein Theologiestudium ab und bereitete sich auf die Zeit nach dem Krieg vor. Nach der Befreiung Frankreichs übersiedelten die vier nach Thésée. In der Nähe des Ortes gab es zwei Lager mit deutschen Kriegsgefangenen. Roger erwirkte in Paris eine Besuchserlaubnis und durfte später zum Missvergnügen des französischen Lagerkommandanten sogar Gefangene zu sich einladen. Chaque dimanche arrivaient ici des prisonniers allemands. Jeden Sonntag konnten wir deutsche Kriegsgefangene ins Haus holen. Auf dem Dachboden beteten wir miteinander. Dann gingen wir hinunter zum Essen. Wir steckten ihnen auch Lebensmittel in die Taschen. Das Wenige, das da war. Das Beste bekam die Wachmannschaft, die im Nebenzimmer saß. Denn die sollte bei Laune bleiben und uns Zeit lassen. C'est là que j'ai découvert cette réalité. Il existe dans chaque nation. Damals habe ich verstanden, wie es wirklich ist. In jedem Volk gibt es eine Anzahl von Männern und Frauen, aber es sind vor allem Männer, die zur Grausamkeit fähig sind, die andere unterdrücken. Kein Volk ist schuldiger als ein anderes. Ich glaube, dass es in jedem Volk gleich viele Menschen gibt, die zum Schlimmsten, zum Furchtbarsten, zum Äußersten fähig sind, wenn es ihnen darum geht, andere zu unterdrücken. Ich weiß noch, wie stark diese Worte auf mich wirkten. Damals, als Frère Roger auf einer Steinmauer am Rande des Hügels von Thésée saß und mit mir sprach. Man hat dort übrigens auch einen fantastischen Ausblick auf die weite Hügellandschaft. Kein Volk ist schuldiger als ein anderes. Dieser Satz, ausgesprochen von jemandem, der nur durch einen Zufall der Verhaftung durch die Gestapo entgangen war, bewegt mich bis heute. Und auch sein nächster Satz prägte sich tief in mich ein. Ich glaube, dass es in jedem Volk gleich viele Menschen gibt, die zum Schlimmsten, zum Furchtbarsten, zum Äußersten fähig sind, wenn es ihnen darum geht, andere zu unterdrücken. Ja. Die Diktaturen, die Bürgerkriege und der Terror auf dieser Welt sind Legion. Gerade jetzt, ein paar Monate nach dem ersten Corona-Shutdown, wird jedes Mittel genützt, um den politischen Gegner lächerlich zu machen oder gleich ganz zur Strecke zu bringen. Frère Roger hingegen war sein Leben lang ein Mann des Dialogs, des Ausgleichs und der Versöhnung. Er reagierte auf Krisen nicht mit einem ausgeprägten Freund-Feind-Denken, sondern mit Kreativität. Einmal, als ich eine sehr schwere Zeit hatte, nahm er mich zur Seite und sagte: Johannes, wenn sich Wege verschließen, tun sich andere auf. Gott verurteilt niemanden zur Untätigkeit. Ja, er sagte wortwörtlich zu mir: Gott verurteilt niemanden zur Untätigkeit. Immer wenn ich einen persönlichen Rückschlag erlebe, kommt mir dieser Satz in den Sinn: Gott verurteilt niemanden zur Untätigkeit.
Wir haben immer einen Spielraum. Wir können immer kreativ sein, auch heute in der Zeit von Covid-19. Frère Roger selbst war äußerst kreativ, wenn es um Menschen ging, die seine Hilfe brauchten. Nach französischen Flüchtlingen und deutschen Gefangenen waren es Kinder, an deren Schicksal die ersten Brüder nicht vorbeigehen konnten. Der Krieg hatte sie aus dem Elternhaus getrieben und sie gehörten nirgendwo hin. Damals lernte Roger, wie im Lachen und Weinen der Kinder die Stimme Gottes hörbar wird. Seine Schwester Genevieve kommt ihm zu Hilfe. Si je suis venue ici, c'est parce que j'aime beaucoup les garçons. Ich bin nach Tessé gekommen, weil ich Kinder sehr mag und so wollte ich mich mit den Brüdern um sie kümmern. Oft hatten wir mehrere Waisenkinder aus ein und derselben Familie, in verschiedenem Alter. Aber es ist sehr gut gegangen. Als ich 1945 das gemeinsame Leben mit den Kindern anfing, hatten wir es nicht leicht, weil einfach nichts da war. In unserem ersten Haus hatten wir weder fließendes Wasser noch Strom. Aber unter uns allen herrschte ein guter Geist. Und ich glaube, daran hatten die ersten Brüder einen großen Anteil. Sie sind häufig zu uns gekommen und haben uns sehr geholfen. Genevieve, Frère Roger und die ersten Brüder besaßen buchstäblich nichts, aber sie halfen anderen. Wir hingegen besitzen trotz Corona vergleichsweise viel. Trotzdem schaffen wir es nicht, ein paar hundert unbegleitete Kinder und Jugendliche aus dem riesigen Flüchtlingslager Moria zu holen und ihnen ein menschenwürdiges Zuhause zu geben. Wir sorgen uns seit Corona ausschließlich um unser eigenes Land, um unsere eigene Gesundheit, schotten uns ab und schauen sozusagen nicht mehr über den Tellerrand hinaus. Was ist los mit uns? Wo führt das hin? Seit knapp 50 Jahren leben in Tessé Flüchtlinge. Die Brüder kauften für sie mehrere verlassene Häuser in der Umgebung. Zuerst waren es vietnamesische Boat-People, dann Flüchtlinge aus dem jugoslawischen Bürgerkrieg und jetzt sind es Flüchtlinge aus Syrien. Ich war dabei, wie Frère Roger immer wieder einmal bei ihnen vorbeischaute, ganz ungezwungen. Man scherzte miteinander und wünschte sich einen guten Tag. Nie ließ er sie spüren, wie mühsam es war, die nötigen Papiere und Genehmigungen aufzutreiben. Frère Roger, soziales Engagement beeindruckte mich von Anfang an. Er veröffentlichte damals Texte, die auch mich herausforderten, Neues zu wagen. So schrieb er in einem seiner Briefe: Die Grenze der Ungerechtigkeit verläuft nicht nur zwischen Kontinenten, sondern einige hundert Meter von deiner Wohnung entfernt. Teile, was du hast, und du wirst darin Freiheit finden. Frère Roger sprach damals in den 70er Jahren von Kampf und Kontemplation. Er verstand unter Kampf allerdings den gewaltfreien Einsatz für Randgruppen und Benachteiligte. Es ging ihm um das Zusammenspiel von Kampf und Kontemplation, also von sozialem Handeln einerseits und der Rückbesinnung auf die Quelle eben dieses Handelns andererseits. Ich war in jeglicher Hinsicht begeistert. Das passte einfach zu mir und meinem Weltbild. Ja, ich wollte handeln, jetzt und sofort. Gemeinsam mit Freundinnen und Freunden überlegte ich, was wir denn konkret tun könnten. So kamen wir auf die Idee, mitten im Zentrum von Linz eine große Altbauwohnung zu mieten und gemeinsam mit beeinträchtigten Jugendlichen in einer Wohngemeinschaft zusammenzuleben. Damals gab es meist nur Großheime, in denen nach einem starren Dienstplan gearbeitet wurde. Aber wir wollten wirklich zusammenleben, dieselbe Küche, dasselbe Wohnzimmer teilen. Wir verbrachten auch einen großen Teil unserer Freizeit miteinander, gingen ins Kino oder auf Partys. Es sollte jedoch keine rein religiös motivierte Wohngemeinschaft sein, sondern jeder, ob jetzt glaubend oder nicht, war willkommen, mit uns zu leben. Und das vielleicht Überraschendste war, dass es funktionierte.
So fuhren wir, ein bunt zusammengewürfelter Haufen, auch gemeinsam auf Urlaub nach Süditalien, auf die Vulkaninsel Stromboli. Eine Zeit in meinem Leben, da überlegte ich sogar wirklich, ob ich nicht die Brüder von Thésée um Aufnahme als Novize bitten sollte. Ich sprach jedoch mit niemandem darüber, sondern wollte mir vorerst selbst innere Klarheit verschaffen. Ich fragte mich, ob mich mein Lebensweg möglicherweise in diese Bruderschaft führen sollte, ob ich dazu berufen sei. In jeder Ordensgemeinschaft gibt es eine sogenannte Ordensregel. Darin geht es vor allem um drei Bereiche, die vielleicht auf den ersten Blick für moderne Menschen zutiefst befremdlich klingen: Armut, Gehorsam, Keuschheit. Frère Roger mochte jedoch nicht das streng klingende Wort Ordensregel, sondern er sprach lieber von den Quellen von Thésée. Armut meint, dass man persönlich nichts besitzt, sondern nur gemeinschaftlich als Bruderschaft. Damit hatte ich keine Probleme. Auf jeden Fall dachte ich damals so. Gehorsam meint, dass man den Ordensoberen voll und ganz anerkennt. Ich konnte mir vorstellen, dass mir dies mit Frère Roger gut gelingen könnte. Mit meinen 20 Jahren überblickte ich sicher nicht die gesamte Tragweite einer solchen Entscheidung. Keuschheit meint ein zölibatäres oder, wie ich es verständlicher ausdrücken würde, ein sexuell enthaltsames Leben. Mir wurde rasch klar, dass ich für ein enthaltsames Leben nicht geschaffen war. Ich spürte ganz deutlich, dass Sexualität ein wichtiger Teil meines Lebens ist und dass ich meine Sexualität leben wollte. Erst viele Jahre später sprach ich darüber mit Frère François, dem äußerst erfahrenen Novizenmeister. Er freute sich aufrichtig, dass ich dies selbst erkannt und einen anderen Weg eingeschlagen hatte. Natürlich, besonders wenn jemand sich entscheidet, dann ist die Ehelosigkeit doch wirklich ein Einschnitt in sein Leben. Das, die Gütergemeinschaft, viele junge Menschen nehmen das eigentlich sehr leicht. Das kann später vielleicht etwas schwieriger werden. Aber Ehelosigkeit bedeutet doch ein Verzicht. Und man muss gut wissen, ob es einem gegeben ist, das zu leben oder nicht. Man muss nicht forcieren dabei. Aber zugleich ist das Leben eigentlich so schön. Es ist nicht so ein Paradies, wie die Menschen denken, dass hier alles so Frieden sein sollte und alles so fast ja, ein wenig so außerhalb der Spannungen oder der Verantwortungen stehen würde. Nein, gar nicht, gar nicht. Und das ist auch gut. Was wäre ein solches Leben, wenn es leichter wäre als das Leben von anderen Menschen? Das wäre etwas Schreckliches eigentlich, dass Christus uns gerufen hätte, um es leichter zu haben.
sich's nicht leicht machen heißt auch, fort und fort das Leben umschaufeln, um an die alten Narben heranzukommen, die jeder davon trägt. Wie auch Frère Roger, der seinem Vater immer fremd blieb. Und mein Vater, als er merkte, dass er sterben würde, wollte er mich noch einmal sprechen. Und er bat, dass man ihn im Bett aufsetze, damit er leichter reden konnte. Und er sagte zu mir, wie stellst du dir das vor in Zukunft? Du wirst immer von den Almosen anderer Menschen abhängig sein. Und ich sagte, aber nein, ich habe gelernt, Kühe zu melken und im Garten zu arbeiten und jede Arbeit zu tun, um davon zu leben. Ich werde niemals Spenden annehmen. Am Tag darauf ist mein Vater gestorben. Hätte mein Vater nicht diese ernsten Worte gesagt, ich glaube, wir hätten der Bequemlichkeit nachgegeben. Und so blieb es bis heute. Die Brüder leben von Kunsthandwerk, ihrem Buchverlag und früher von der Landwirtschaft. Es ist wichtig, dass wir auch als Brüder, dass wir kein Privilegium haben und dass wir auch arbeiten müssen wie alle anderen Leute, dass wir unser Leben verdienen müssen, dass wir keinen leichten Weg gewählt haben. Ja, und das geht so weit, dass die Gemeinschaft von der Brüder von Tessé, dass wir auch keine Spenden oder selbst die Erbschaften von unseren Familien ablehnen. Also wir nehmen nichts an, wir wollen von unserer Arbeit konkret leben. Und, ja, und auch wenn das sind ganz einfache Arbeiten, die es gibt, wie hier die Erde für die Töpferei vorzubereiten. Und aber alles hat seine, ist wichtig für das gemeinsame, ja, für unser gemeinsames Leben. Frère Roger strebte nach nichts weniger als der Versöhnung der seit der Reformation getrennten Kirchen. Nur in ihrer Einheit seien die Christen glaubwürdig, so seine tiefste Überzeugung. Das jedoch brachte ihm viel Misstrauen gewisser konservativer kirchlicher Kreise ein. Ein Element, das unser Leben geprägt hat, das überhaupt das ganze Leben prägt, ist das Missverstehen. Ein Missverstehen von Seiten bestimmter Männer der Kirche, die über uns reden und schreiben, um unsere Absichten zu entstellen. Un moyen de défigurer nos intentions. Ich denke, dass man dieses Leben nicht leben kann ohne das Gebet. Ich meine dann besonders das gemeinsame Gebet. Nicht, dass wir so gut wissen, was das bedeutet, dass man betet. Aber darin verwirklicht sich am meisten wahrscheinlich, was wir zusammen sind. Dass wir uns jeden Tag dreimal vor Gott stellen eigentlich und ihm singen und alles vor ihm niederlegen. Und ich denke, dass das ist, was am meisten unser Leben ausmacht. Und ich denke auch, dass das es ist, was die Menschen am meisten von hier mitnehmen. Unter den Brüdern gibt es sehr künstlerisch begabte Menschen. Sie sind Musiker, Maler oder Töpfer. Auch Frère Roger hatte eine außerordentliche Begabung. Er war nicht nur Mystiker, sondern auch Schriftsteller und Poet. Damals, als unser Filmteam in Tessé drehte, trat gerade ein junger Bruder in die Gemeinschaft ein. Wir durften bei diesem sehr intimen und bewegenden Moment dabei sein. Willst du aus Liebe zu Christus dich ihm hingeben, mit allem, was du bist? Ich will es. Willst du von nun an den Dienst für Gott in unserer Bruderschaft, in Gemeinschaft mit deinen Brüdern? Ich will es. Willst du unter Verzicht auf alles Eigentum mit deinen Brüdern zusammenleben, nicht nur in materieller, sondern auch in geistiger Gütegemeinschaft, indem du dich um die Offenheit des Herzens bemühst?
Ich will es. Willst du, um für den Dienst mit deinen Brüdern besser verfügbar zu sein und um dich ungeteilt der Liebe Christi zu schenken, im Zölibat bleiben? Ich will es. Willst du, damit wir ein Herz und eine Seele seien und unsere Einheit im Dienst sich voll verwirkliche, die Entscheidungen der Bruderschaft annehmen, die durch den Diener der Gemeinschaft zum Ausdruck gebracht werden, und dabei bedenken, dass er in der Bruderschaft nur ein armer Diener ist? Ich will es. Willst du stets Christus in deinen Brüdern erkennen und über sie wachen in guten und schlechten Tagen, im Leiden und in der Freude? Ich will es. Von nun an bist du um Christi und des Evangeliums willen ein Bruder unserer Gemeinschaft. Dieser Ring sei das Zeichen unserer Treue. Que Dieu allume en toi le feu de son amour. Jésus-Christ, Esprit Saint, c'est toi qui nous donnes jour après jour de te suivre, de t'écouter. In Thésée lernte ich etwas Wesentliches für mein weiteres Leben. Einmal luden mich die Brüder ein, bei den Jugendtreffen im Sommer als freiwilliger Helfer einige Wochen mitzuarbeiten. Gerne, sagte ich zu. Ich war sogar etwas stolz darauf und malte mir in meiner Fantasie aus, wie ich beim Empfang der Jugendlichen mitarbeiten oder Gesprächsgruppen leiten würde. Es kam jedoch ganz anders. Woche für Woche wurde ich der Arbeitsgruppe zugeteilt. Sie war unter anderem für das Putzen der über 60 Toiletten, für die gesamte Müllabfuhr, für die Instandhaltung der Zelte und für das Kochen in der Großküche zuständig. Nach ein paar Wochen war ich total frustriert und beschwerte mich enttäuscht bei einem der Brüder. Der sah mich liebevoll an und sagte dann in aller Klarheit: Johannes, wir kennen dich inzwischen schon ein bisschen. Du darfst lernen, verfügbar zu sein. Es ging darum, dass ich Disziplin entwickeln sollte und dass ich mit meinem ausgeprägten Ego gut umgehen lernen durfte. Es geht im Leben nicht nur um die eigenen Wünsche, sondern eben auch darum, verfügbar zu sein. Es war sicher ein besonderes Geschenk, dass ich schon so früh darauf aufmerksam gemacht wurde. Okay, leave it down, Joseph. Very good. Noch etwas lernte ich von den Brüdern. Sobald die ersten Kirchenglocken zu läuten begannen, hörten sie augenblicklich mitten in der Arbeit auf und gingen in echter Ruhe und Gelassenheit zum Mittags- oder Abendgebet. Auch wenn es sich dabei nur um ein paar Kartons handelte, die aus einem LKW ausgeladen werden mussten oder die Druckermaschine gerade erst so richtig angelaufen war. Nichts war wichtiger, als sich im gegenwärtigen Augenblick ganz dem Sein, in diesem Fall war es das Gebet und die Stille, zu überlassen. In allen spirituellen Traditionen geht es um ein bewusstes und achtsames Leben im Hier und Jetzt und nicht um die Erfüllung von Höchstleistungen.
Nicht der Mensch dient der Arbeit, sondern die Arbeit dient dem Menschen. Auch in den Zeiten von Corona erscheint es mir wesentlich, dies zu bedenken. Es geht nicht darum, dass wir so weitermachen wie vor der Pandemie und uns permanent selbst optimieren und noch das Allerletzte aus uns herauspressen, sondern wie finden wir die richtige Gewichtung, das richtige Maß? Der heilige Benedikt drückte es so aus: Ora et labora, bete und arbeite, und nicht arbeite und bete. Einmal besuchte ich Tessé im tiefsten Winter. Die Landschaft war mit einer dichten Schneedecke eingehüllt und meterlange Eiszapfen hingen vom Dach unserer Arbeitsbaracke. Trotz des bollernden Gasofens war es eher kalt und ungemütlich. Und so wärmten wir uns bis tief in die Nacht mit Glühwein auf. Am nächsten Morgen stand die Generalreinigung der kleinen romanischen Dorfkirche von Tessé auf unserem Programm. Müde, leicht verkatert und unausgeschlafen schleppten wir uns mit Staubsaugern und allerlei Putzlappen in das Kirchlein. Auf den Kirchenbänken lagen zu unserem Erstaunen mehrere alte Wolldecken, und so kamen wir auf die Idee, uns darin einzuwickeln und noch eine kleine Runde zu schlafen. Vorsichtshalber versperrten wir natürlich vorher den Kirchenraum. Gerade als wir am Einschlafen waren, betrat ein Bruder von der Sakristei aus den Kirchenraum. Etwas verlegen setzten wir uns eingehüllt in unserer Decken rasch auf. Er aber winkte lachend ab: Die Arbeit kann warten. Morgen ist ja auch noch ein Tag. Falls ihr einschlaft und von Gott oder einem Engel träumt, solltet ihr euch diese Träume merken. Auch zu Samuel sprach Gott, als er im Heiligtum schlief. Und auch Josef, dem Mann von Maria, erschien im Traum zweimal ein Engel. Es ist gut, wenn Männer träumen. Die Bibel ist voll mit träumenden Männern, sagte er und ging. Am ersten Tag hier angekommen bin abends und dann in der Kirche den Gottesdienst mitmachte, dann war ich völlig überwältigt von diesem Singen, diesem fast leidenschaftlichen Singen der Brüder. Das hatte ich fast nie gehört und ich dachte, ist das möglich eigentlich? Und das ist mir immer beigeblieben. Und ich denke, dass jetzt auch noch viele Menschen davon betroffen werden, von diesem, ja, sehr eigenartigen, sehr leidenschaftlichen Singen eigentlich hier. Was eine große Rolle spielt in unserem gemeinsamen Leben hier ist, dass wir uns ständig versuchen einzustellen auf etwas Neues, auf etwas Unvorhergesehenes. Und das charakterisiert, glaube ich, zum großen Teil die Kommunität hier. Denn das Leben der ersten Brüder war hier völlig anders als heute. Und das wird ständig weitergehen, dieses uns einstellen auf etwas ganz Neues. Aber das braucht die inneren Energien, die wir dafür zusammennehmen müssen. Auch etwas wagen, immer in ein Neuland vorzugehen. Tessé ist natürlich keine Insel der Seligen. Das wurde mir bewusst, als ich für einige Zeit im sogenannten Special Welcome mitarbeitete. Diese nicht ganz ernst gemeinte Bezeichnung deutet darauf hin, dass es auch in Tessé Menschen braucht, die nach dem Rechten sehen. Unter die Jugendliche schlichen sich immer wieder auch Diebe ein, die während der Gebetszeiten die leeren Zelte und Baracken nach Geld und Wertsachen durchstöberten. Sie mussten rechtzeitig gefunden und des Platzes verwiesen werden.
Es kamen auch immer wieder junge Männer aus den benachbarten Städten Mâcon und Châlons mit ihren Autos auf Kurzbesuch nach Tessé. Sie wollten ahnungslose junge Mädchen zu kleinen Ausflugsfahrten überreden, um sie dann in ihren Autos sexuell zu bedrängen. Wir notierten penibel alle Kfz-Kennzeichen, redeten Klartext mit den jungen Männern und versuchten, die Mädchen eindringlich zu warnen. Die jungen Frauen waren uns zumeist dankbar, aber mehrere der ungebetenen Gäste beschimpften uns auf das Unflätigste. Einmal überfiel sogar eine Gruppe dieser Männer des Nachts unsere Arbeitsbaracke, um sich zu rächen. Sie hatten jedoch nicht mit meinen stämmigen Kollegen aus Irland und Schottland gerechnet. Die Sache war schnell erledigt. Aber um ehrlich zu sein, ganz gewaltfrei ging es dabei nicht zu. Natürlich gab es auch innerhalb der Bruderschaft Probleme. Immer wieder einmal verließen Brüder die Gemeinschaft, was Frère Roger jedes Mal außerordentlich schmerzte. Es fühlte sich für ihn so an, als würde ein nahes Familienmitglied einfach für immer weggehen. Aber es gab von seiner Seite her nie ein böses Wort. Jeder ehemalige Bruder war gerne als Gast willkommen. Viele kamen sogar Jahre später mit ihren Frauen und Kindern zu Besuch auf den Hügel. Einmal erlebte ich in Tessé unmittelbar vor meiner Heimreise etwas sehr Persönliches, was mich verstörte. Ein Bruder, den ich schon länger kannte und dem ich vertraute, versuchte einen sexuellen Übergriff. Er zog mich während eines Spaziergangs in einem kleinen Wäldchen nahe Tessé mit einer sehr eindeutigen Geste an sich. Ich spürte seine Erregung. Er presste mich fest an sich und atmete schnell. Ich schob ihn weg von mir. Danach war ich wie verstummt. Am nächsten Morgen in aller Frühe reiste ich ab. Es kam mir jedoch nicht in den Sinn, mich jemanden aus der Bruderschaft anzuvertrauen. In den 70er Jahren gab es dafür noch keine Sprache. Heute weiß ich, dass ich den Übergriff in gewisser Weise verdrängt habe, denn ich wollte meine vielen äußerst positiven Erlebnisse durch dieses Ereignis nicht relativieren müssen. Als ich viele Jahre später wieder nach Tessé kam, war der Bruder bereits verstorben. Vor einigen Monaten wandte sich überraschend die Bruderschaft von Tessé an die Öffentlichkeit und erklärte, dass drei Brüder in den Jahren zwischen 1950 bis 1980 sexuelle Übergriffe an Jugendlichen begangen hatten. Zwei der Brüder seien schon seit mehreren Jahren tot. Der dritte Bruder wurde den Untersuchungsbehörden übergeben und lebt nun seit März 2020 außerhalb von Tessé. Der Nachfolger von Frère Roger, Frère Alois, schrieb, dass ihm die lückenlose Aufklärung ein großes Anliegen sei. Er bat alle, die ähnliche Vorfälle in Tessé erlebt hatten, sich zu melden. Daraufhin schrieb ich den Brüdern ein Mail. Bereits zwei Tage später antwortete zu meiner Überraschung Frère Alois persönlich. Lieber Johannes, über die sexuelle Aggression des Bruders Ihnen gegenüber bin ich sehr betrübt. Wir sind nicht vollkommen überrascht, denn leider haben sich mehrere Personen gemeldet, die von diesem Bruder bedrängt worden sind. Danke, dass Sie es uns sagen, auch nach der langen Zeit, die inzwischen vergangen ist. Auch wenn Sie sagen können, dass Sie ihm nichts nachtragen. Ein Schmerz oder ein Schatten bleiben wohl. Für uns bleibt die Frage, wie all das möglich war, ohne dass wir es gesehen haben. Es ist eine Aufforderung, den Schutz der Jugendlichen klarer zu formulieren und zu leben. Ich erinnere mich gut an Sie, an den großartigen Film über Frère Roger in Manila und andere Reportagen.
So wollte ich einfach einen Gruß schreiben und danken, dass Sie uns neben all dem Positiven, das Sie hier erlebt haben, auch diese dunkle Erfahrung mitteilen. Unser Hügel ist wegen der Corona-Schutzmaßnahmen wie ausgestorben, aber bald können wir wohl wieder Leute aufnehmen. Vielleicht kommen Sie wieder einmal nach Tessé. Ich würde mich freuen. Frä Alois. Ein Teil der Brüder lebt bis heute nicht in Tessé, sondern in den Elendsgebieten von Südamerika, Afrika und Asien. Leben, nicht nur reden. So könnte man Frère Rogers Engagement mit wenigen Worten auf den Punkt bringen. Aber meine eindrucksvollste Erfahrung mit ihm machte ich auf der riesigen Müllhalde der philippinischen Hauptstadt Manila. Neben einem großen Jugendtreffen in Manila besuchte Frère Roger auch jene Jugendliche, die sich für die Kinder der Müllmenschen engagierten. Leben, nicht nur reden. Frère Rogers Reisen in die sogenannte Dritte Welt waren niemals nur Besichtigungstouren des Elends. Immer stand ein Stück gemeinsames Leben im Mittelpunkt, auch hier in Manila. Nach Kalkutta und Madras, nach den Slums von Nairobi und den südafrikanischen Homelands, nach Haiti und Chile, waren nun die Philippinen das Ziel seiner Reise. Normalerweise durfte ihn nie ein Filmteam begleiten, aber dieses Mal machte er eine Ausnahme. Wo immer ein Jugendtreffen mit Frère Roger stattfand, waren die Kirchen zu klein. Hier in Manila musste eine Kathedrale aus Bambus gebaut werden, um die zahllosen jungen Filipinos um den weißen Bruder aus Tessé zu versammeln. Ob hier in der Dritten Welt oder im alten Europa, die Jugendlichen, die Frère Roger im Laufe seines Lebens besuchte, hatten meist ganz ähnliche Probleme. Wie kommt man an gegen Mutlosigkeit, Zukunftsangst und Resignation? Aber Antwort auf solche Fragen suchten die Brüder von Tessé nicht nur in den Kathedralen der Städte. Wer die Elendsviertel meidet, gibt keine ehrliche Antwort. Être Mandela, dans un bidonville. Hier in Manila in einem Slum zu sein, macht bewusst, wie dringend notwendig die Jugendlichen der ganzen Welt lernen müssen, die Verantwortung für die Zukunft der Menschheitsfamilie zu übernehmen, für ihre eigene Zukunft, damit die Erde wieder bewohnbar wird. Frère Roger sprach immer von einer Menschheitsfamilie und nie von Nationalstaaten. Im Hause meines Vaters gibt es viele Wohnungen, zitierte er öfters Jesus aus der Bibel. Und er sagte, dass es unser größtes Anliegen sein muss, dass die Erde wieder für alle bewohnbar wird. Für Roger durfte ein Mensch niemals Opfer eines anderen Menschen werden. Frère Roger arbeitete in Kalkutta in den Sterbehäusern der Mutter Teresa, lebte in Hongkong mit Brüdern und Jugendlichen auf einem Hausboot, holte sich in Haiti eine schwere Augenkrankheit. Hier in Manila haben ihn Jugendliche eingeladen, die sich für die Kinder von Smoky Mountain engagieren. Auf dieser Müllhalde der philippinischen Hauptstadt leben 20.000 Menschen von den Abfällen. Der Müll brennt und raucht. Die Slum-Mafia erpresst und mordet. Die Säuglingssterblichkeit ist höher als irgendwo sonst.
Es ist wichtig zu wissen, dass unser Leben durch die Wunden geheiligt wird, die wir unschuldig in der Kindheit erlitten haben. Es ist wichtig zu wissen, dass unser Leben durch die Wunden geheiligt wird, die wir unschuldig in der Kindheit erlitten haben. Frère Roger sagt nicht, dass unser Leben durch die in der Kindheit erlittenen Wunden nachhaltig geschädigt oder deformiert wurde. Nein, er sagt, dass unser Leben dadurch geheiligt wird. Er drückt damit aus, dass es so etwas wie eine unauslöschliche Menschenwürde in jedem von uns gibt, jenseits unserer tiefsten Verletzungen und Entstellungen. Bei meiner Arbeit als Psychotherapeut habe ich mir diesen Satz immer wieder in Erinnerung gerufen. Und immer wieder entdeckte ich danach so etwas wie einen heilen Kern in der geschundenen oder geplagten Seele meines Gegenübers. Als Frère Roger sich 1976 längere Zeit bei Mutter Teresa in Kalkutta aufhielt, betreute er einen schwerkranken Säugling, der bei den Schwestern lebte. Seine Stimme war die erste männliche Stimme für das Ohr des Kindes. Beim Abschied bestand Teresa darauf, dass Roger das kleine Mädchen mit nach Europa nahm. Es hätte die Epidemien der bevorstehenden Regenzeit nicht überlebt. Monatelang lebte die Kleine in seinem Zimmer in Tézé. Ärzte wurden zu Rate gezogen, um das Kind zu retten. Später wuchs das Kind bei Rogers Schwester Genevieve auf. Heute ist sie eine anerkannte Psychologin. Es geht darum zu leben, nicht nur zu reden. In meiner Vie, j'ai vu une chose invraisemblable. J'étais dans une léproserie, donc il y avait là des lépreux. Ich habe einmal etwas Unglaubliches erlebt. Es war in einer Leprastation. Die Leute starben dort. Ich habe einen sehr alten Mann begleitet, der dem Tode nahe war und der sich nicht verhehlte, wie sehr er litt. Sein ganzer Körper war von der Lepra zerfressen. Er sagte zu mir: Ich habe eines gelernt. Ich habe gelernt, dass Gott dieses Leiden für mich nicht wollte. Im Leben der Menschen gibt es viel Übles. Aber jetzt habe ich gelernt zu singen, Gott zu lobpreisen, der mich in meinem Leiden liebt. Er liebt mich sicherlich auch durch die Menschen, die sich um mich kümmern, die mich pflegen. Aber er liebt mich auch in meinem Innersten auf unbeschreibliche Weise. Und deshalb lobpreise ich Gott, ich, der an der furchtbarsten aller Krankheiten leidet. Donc, je chante Dieu, moi l'homme qui se meurt de la plus dure des maladies, celle de la lèpre. Nachdem ich diesem Mann zugehört hatte, sagte ich mir: Gott hat dir für immer eine Antwort gegeben. Das größte Hindernis, Gott zu vertrauen, ist die Vorstellung, dass Gott durch Leiden straft. Anstatt zu glauben, dass Gott da ist und uns liebt, dass er uns begleitet und um uns weint. Christus, das Abbild Gottes, weint. Er weint beim Tod des Lazarus und über das Leiden seiner Schwestern. Christus weint um uns. Er weint um uns, wenn er sieht, wie hart uns das Schicksal schlägt. Solche Worte können natürlich unverständlich und unbegreiflich scheinen. Denn die Fragen Gottes an uns sind manchmal so eindringlich, dass wir daran zweifeln, ob er mit uns ist. Et alors de temps à autre, Dieu nous interroge tellement que nous saisissons qu'il n'est qu'à nous. Kurz nach diesen Worten war Frère Roger erschöpft in einen bereitstehenden Jeep gestiegen und in seine bescheidene Unterkunft gefahren, um sich ein wenig auszuruhen. Wir hingegen wollten noch ein paar Außenaufnahmen auf der apokalyptisch anmutenden Müllhalde drehen. Der Müll qualmte vor sich hin, Rauchschwaden hingen in der Luft und es stank bestialisch. Immer wieder wurde einem übel und man musste sich fast übergeben. Auch die Augen brannten einem von dem beißenden Rauch.
Man musste sehr vorsichtig sein, denn der Boden konnte plötzlich nachgeben und im schlimmsten Fall versank man brusttief im verwesenden Müll. Wir blickten zu Boden und achteten auf jeden Schritt. Aber plötzlich spürte ich von hinten etwas Kaltes in meinem Rücken. Es war der Lauf eines Gewehres. Die Slum-Mafia hatte uns anscheinend schon die ganze Zeit über beobachtet und jetzt zugeschlagen. Auch der Kameramann wurde mit einer Waffe bedroht. Er nahm bedächtig seinen Finger vom Kameraauslöser, um beide Hände langsam in die Höhe zu strecken. An die 10 Männer, alle bis auf die Zähne bewaffnet, umringten uns. Wir gaben ihnen unser ganzes Geld. Sie deuteten energisch, dass sie es auch auf unsere gesamte Filmausrüstung abgesehen hatten. Wir wussten instinktiv, dass wir uns möglichst ruhig verhalten mussten, damit es ja nicht zu einer unüberlegten Handlung kommt. Komischerweise verspürte ich in diesen 5 bis 10 Minuten keinerlei Angst. Meine ganze Aufmerksamkeit war nur darauf gerichtet, dass keiner von uns einen Fehler machte. Gebt ihnen alles, wirklich alles, auch unsere Turnschuhe, hörte ich mich sagen. Es war unwirklich und gleichzeitig absolut real. Ich bemerkte, dass uns die ganze Zeit über ein etwa 10 Jahre altes Mädchen genau beobachtete. Sie trug trotz der Hitze Gummistiefel, ein zerrissenes Kleid und hielt wie alle Müllmenschen einen eisernen Schürhaken und einen großen Plastiksack in den Händen. In den nächsten Monaten sollte ich noch oft von diesem Mädchen träumen. Bis heute bin ich mir nicht sicher, ob sie nicht vielleicht doch eine Art Engel war, der über uns und die Müllmenschen hier wachte. Leider wurde unser Kameramann doch noch durch einen Streifschuss am Arm verletzt. Aber sonst kamen wir mit einem gehörigen Schock davon, der sich jedoch erst in den nächsten Stunden und Tagen durch Zittern, Schwitzen, extreme Unruhe und Schlaflosigkeit so richtig zeigte. Unsere komplette Filmausrüstung war geraubt worden. Was mich jedoch am meisten schmerzte, war, dass das gesamte mit Frère Roger auf der Müllhalde gedrehte Material unwiderruflich verloren war. Auf der Polizeistation im Tondo-Slum hatte man uns ziemlich schroff und abweisend zu verstehen gegeben, dass man uns nicht weiterhelfen könne. Die Polizisten drohten uns sogar, dass wir ja gar keine gültige Dreherlaubnis hätten, da nur sie diese Genehmigung natürlich gegen Geld ausstellen durften. Eine Bestätigung über den Raubüberfall, wie man sie für die Filmgeräteversicherung braucht, würden sie auch auf gar keinen Fall ausstellen. Im Gegenteil. Sie könnten uns sogar jederzeit festnehmen und einsperren. Wir sollten so schnell wie möglich verschwinden. Um uns jetzt gänzlich einzuschüchtern, wurden wir in einen großen Raum geführt, der in der Mitte mit Gitterstäben abgetrennt war. Dahinter befanden sich offensichtlich Untersuchungshäftlinge, die wegen der brütenden Hitze nur mit dem Allernötigsten bekleidet waren. Ein Polizist erklärte uns hämisch, dass es keine 10 Minuten dauern würde, bis wir hinter den Gittern vergewaltigt würden. Wir hatten die Botschaft verstanden und machten uns schleunigst raus auf den Weg aus dem Tondo-Slum. Als Frère Roger von dem Raubüberfall erfuhr, war er wirklich untröstlich und bot uns jegliche Hilfe an. Sofort wurde der unerschrockene Pfarrer der Müllhalde, Father Ben, um Unterstützung gebeten.
Father Ben, so nannten ihn hier alle, nahm unverzüglich über Mittelsmänner Kontakt mit der Slum-Mafia auf. Er drohte der Mafia, so lange keinen Verstorbenen aus deren großen Clan zu beerdigen, bis sie die Filmausrüstung wieder herausrückten. Dazu muss man wissen, dass auf den Philippinen ein ordentliches katholisches Begräbnis fast wichtiger ist als das Vorleben und die zweifelhaften Taten dieser Person. Nachdem Father Ben wirklich zwei Verstorbene nicht bestattet hatte und die Leichen in der aus grobem Holz zusammengezimmerten Barackenkirche bereits zu riechen begannen, rückte die Slum-Mafia endlich die Ausrüstung wieder heraus. Allerdings stellte sie die dreiste Forderung von über $1,000 Finderlohn. Und das natürlich in kleinen Scheinen. Wir bezahlten die geforderten $1,000, war doch die Filmausrüstung ein Vielfaches der Summe wert. Bei der Geldübergabe an die Mittelsmänner der Slum-Mafia waren überraschend zwei Polizisten anwesend. Spätestens da war für uns klar, dass es zwischen der Polizei und der Slum-Mafia dunkle Verbindungskanäle geben musste. Nachdem wir unsere Filmausrüstung wieder zurückbekommen hatten, stellten wir überraschend fest, dass das gesamte Filmmaterial noch ungeöffnet und daher unbeschädigt in der Kamera war. Keine Sekunde Film war verloren gegangen. Auch alle Aufnahmen mit Frère Roger waren unversehrt geblieben. Quand je vois des pauvres, je sais que Christ aime les pauvres. Wenn ich die Armen sehe, dann merke ich, dass Christus die Armen liebt. Aber ich weiß, Christus liebt jeden Menschen. Deswegen müssen wir den Besitzenden Fragen stellen. Wie versteht ihr das Evangelium? Wie versteht ihr die Einfachheit des Lebens? Es geht nicht darum, die Reichen zu verurteilen, sondern darum, ihnen Fragen zu stellen. Wie sie denn ihr inneres Leben, ihr Leben vor Gott führen können. Dann werden sie eines Tages Wege finden, den Reichtum zu verteilen, ihn anderen zukommen zu lassen, damit es in der Menschheit nicht mehr auf der einen Seite die gibt, die unermesslichen Besitz haben, und auf der anderen Seite die, die nichts haben. Niemals hätte ich gedacht, dass ich dieses Wort Christi so sehr lieb gewinne. Glücklich die, die einfachen Herzen sind. Das ist die erste Seligpreisung. Denn ein solches Herz teilt. Es teilt seinen inneren Reichtum und seine materiellen Güter. Glücklich, die im Herzen einfach sind. Und Christus fügt hinzu, denn sie werden die Wirklichkeit Gottes schauen. Viele Jahre später, in der Todesnacht von Thésée, erinnerte ich mich an diese Worte. Glücklich, die im Herzen einfach sind. Frère Roger war in diesem Sinne ein glücklicher Mensch, auch wenn es ihn viel kostete, zuletzt sogar sein Leben. Frère François schrieb nach der Todesnacht in einem Brief: Frère Roger machte sich keine Illusionen über das Böse. Er war eher verletzlicher Natur. Aber er hatte die Gewissheit,
dass ein liebender und verzeihender Gott sich weigert, auf das Böse zurückzukommen. Nach seinem gewaltsamen Tod verglichen viele Zeitungskommentatoren Frère Roger mit anderen Menschen, die einem Attentat zum Opfer gefallen waren, wie Martin Luther King, Bischof Oscar Romero und Mahatma Gandhi. Man muss jedoch sagen, dass es einen wesentlichen Unterschied gibt. Jene Männer starben in einem ursächlich politischen Kampf und wurden von Gegnern getötet, die ihre Anschauungen nicht ertragen konnten. Frère Roger war hingegen von einer geistig gestörten Frau getötet worden. Aber er wollte sich nicht abschotten, sondern immer ganz nah bei den Jugendlichen sein, auch beim Gebet in der Kirche. Gastfreundschaft ging ihm wirklich über alles. Man könnte sagen, dass er durch seinen gewaltsamen Tod zu so etwas wie einem Märtyrer der Gastfreundschaft geworden war. Wer eine so große Ausstrahlung wie Frère Roger hat, der setzt sich anderen aus. War das Risiko zu groß? War das Vertrauen zu naiv? Ein Arzt, der dabei war, als Frère Roger starb, sagte: Wenn das Licht zu hell leuchtet und ich denke, was von Frère Roger ausging, konnte blenden, ist das nicht immer einfach zu ertragen. Dann bleibt nur die Lösung, diese strahlende Lichtquelle auszulöschen, indem man sie beseitigt. In ihrem religiösen Wahn tat dies offensichtlich diese schwer geistig gestörte Frau. Sie wurde mangels Schuldfähigkeit freigesprochen, kam jedoch in Sicherheitsverwahrung. Sie wurde in die forensische Psychiatrie eingewiesen, die ausgerechnet in einem aufgelassenen Kloster untergebracht war. Hier in diesem ehemaligen Kloster, in der Forensik, wurde sie einige Jahre später von einer ebenfalls psychisch kranken Mitinhaftierten durch 17 Messerstiche lebensbedrohlich verletzt. Wir haben keine andere Antwort auf das Leiden, außer dass Gott mit uns leidet, wurde Frère Roger nicht müde zu sagen. Der wichtigste Satz, den mir Frère Roger auf meinen Lebensweg mitgegeben hat, ist kurz, aber eindringlich. Gott kann nur lieben. Ja, Gott kann nur lieben. Wenn es das Transzendente gibt, und Frère Roger war sich dessen gewiss, dann ist Gott kein strenger oder rachsüchtiger Gott, sondern ein Gott der Liebe und der Barmherzigkeit. Frère Roger schrieb gerne kleine Briefe. Oft waren es nur wenige Sätze. Nachdem er meinen Film gesehen hatte, schrieb er: Mein lieber Johannes, danke für alles. Danke für die immense Arbeit, die Sie für so ein authentisches Werk geleistet haben. Im Vertrauen meines Herzens bin ich, Roger, Ihr Bruder. Lieber Frère Roger, von Herzen danke für alles. Dein Johannes. Als Frère Roger von einer seiner vielen Reisen nach Taizé zurückgekommen war, erzählte er mir: In Bangladesch tauchte am letzten Abend ein muslimischer Sufi bei mir auf und sagte: Alle Menschen haben denselben Herrn. Das weiß jetzt noch niemand. Aber einmal wird dieses Geheimnis offenbar werden. Tant de jeunes, tant de personnes adultes, qui connaissent le découragement et même. Den vielen jungen und den vielen alten Menschen, die entmutigt sind und den Geschmack am Leben verloren haben, möchte ich sagen: Werdet einfach im Herzen, teilt eure Güter, teilt, was ihr innerlich und äußerlich besitzt. Eure Seele streife die Mutlosigkeit ab. Euer Herz schöpfe neuen Mut, sodass ihr zutiefst leben könnt. Du sollst aufleben mit allem, was du bist und was dich ausmacht. Leben, aufleben,
Lebenskraft wiederfinden. Jeden Samstag wird in Thésée die Auferstehung gefeiert. Daran glauben heißt, Hoffnung und Zukunft vor sich haben. Auch in Zeiten wie diesen und den damit verbundenen Herausforderungen. Es geht um nichts weniger als die Kraft des Vertrauens, die sich wie ein Lauffeuer ausbreitet. Ja, wir alle brauchen, um es mit Frère Rogers Worten zu sagen, Vertrauen wie Feuer.